Aber sie taten es nur, weil sich ihr Bruder in Lebensgefahr befand. Der Fluch ist keine Bedrohung mehr. Herr Tepin. Was hat ihn zu einem solchen Wahnsinn getrieben? Memphis gehört wieder euch. Uns. Da dies nun geklärt ist, können wir endlich das Fest zu Ehren von Apis vorbereiten. Mögen Dämonen Hetepis Ka verschlingen. Und mögen die Schuldigen für Chemos Tod ihm bald folgen. Ja, jetzt sind wir wieder super geil im Ladebildschirm. Sehr gut, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Origins. Na, da sind wir wieder. In einem wundervollen Ladescreen, so wie sich's gehört. Hatten wir ja schon lange nicht mehr. Und zwar ein richtig langer und übler. Mit einem Gong wird er beendet. Es schmerzt dich zu verlassen, aber ich muss alleine gehen. Ah ja. Ich werde meine Pflicht erfüllen. Wo führt dich deine Pflicht hin? Nach Norden, um das Meer zu entzünden. Ich trinke dein Wasser. Ich hoffe, wir jagen bald wieder gemeinsam. Bis dahin machen wir die Nacht zu der unseren. Okay, das war aber eine sehr, sehr kurze Nacht. Okay, meine Lieben, die Quest ist abgeschlossen. Ich bin Stufe 28, ist doch schon mal ganz gut. Fähigkeitenpunkt habe ich auch bekommen. Und jetzt geht's tatsächlich mal los mit Nebenquests und Sammelobjekten. Aber ich würde sagen eher, dass wir jetzt als allererstes mal zu den Aussichtspunkten kommen. Und zwar sind die nämlich ein bisschen gut dabei eigentlich, muss ich sagen. Also wir brauchen die schon unbedingt, weil die sind eigentlich schon wichtig, finde ich. So Aussichtspunkte, abgesehen davon, dass Zenu da natürlich besser sehen kann, müssen wir natürlich auch checken, dass wir unsere Aussichtspunkte bekommen. Keine Ahnung, wieso wir die überhaupt brauchen, weil die Karte deckt sowieso auf. Also die ist nicht mal unbedingt zwingend notwendig, aber wie gesagt, Pferd! Zenus Wahrnehmung wird einfach verbessert und das finde ich super. So, wo kommen wir denn... Okay, hier kommen wir durch. Das ist doch schon mal was, ne, Pferdchen? Das ist doch schon mal was. Ach nö, hör auf. Bitte. Oh, Raubtierangriff. Los, hilf den Leuten! Bayek! Komm schon, gib sie! Ja! Yeah. Oh, 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 oh. Das sind der Süffel. Ich muss gerade sagen, der ist eh schon tot jetzt. So, Pferd. Pferd! Nein, du trinkst! Sehr fast das Pferd abgesoffen, du. Sehr um ein Haar das Pferd abgesoffen. Oh man, da müssen wir noch relativ viele von diesen Außenposten. Sind es Außenposten machen? Ja, und Unmengen an Fragezeichen, Skripte und Scheiße. Es ist brutal, ehrlich.
Also es ist richtig viel zu machen noch. Es ist richtig, richtig viel zu machen. Und ja, ich frage euch jetzt einfach nochmal, wollt ihr das alles sehen? Wahrscheinlich eher weniger, ne? Also auch die Leute, was geschrieben haben, ja, ich will alles sehen. Ah, seid ihr euch da sicher? Es ist schon echt fucking viel, was ihr euch da vornehmt. Ich würde euch das nicht empfehlen. Das ist, ja. Es ist jetzt Wochenende, wisst ihr, und da könnte ich natürlich schon ein bisschen mehr Zeit in Assassin's Creed investieren, um diese ganzen Nebenteile zu machen, ohne dass ihr da großartig mit involviert werdet. Daher denke ich mal schwer, dass ich das auch tun werde. Aber jetzt erstmal die Aussichtspunkte. Machen wir jetzt die zwei, was jetzt sichtbar sind. Also die Memphis, reinen Memphis-Aussichtspunkte. Würde ich jetzt vorschlagen. Das kriegen wir auch hin. Und als nächstes schauen wir uns die Nebenmissionen an. Also ich habe gerade eben gesehen, dass da schon wieder eine war. Die müssen wir natürlich noch annehmen. Das werden wir auch noch tun, aber im Großen und Ganzen möchte ich natürlich schon mal gucken, was es da sonst noch so alles Schönes gibt. Aber da hinten, wie gesagt, sieht man die Hauptmission noch. Nebenmission, eine weitere. Eine neue Hauptmission. Oh, was ist das hier? Hello? Anybody home? Nope. Aber da ist ein Raum, oder? Da geht's irgendwo rein. Halt die Bappen. Oh, hier ist ein Hühnerstall. Abartiger Hühnerstall ist hier. Hm, da muss ja irgendwo reingehen dann, oder? Hier. Was ist das hier? Ja, hier geht's tatsächlich irgendwo rein. Bin mal gespannt. Wo bin ich hier? Ist auf jeden Fall alles ausgeleuchtet ganz gut. War ich hier schon mal drin? Ich glaub's nicht, oder? Irgendwas ist hier auf jeden Fall. Muss hier ja fast. Wäre total komisch, wenn hier überhaupt nichts wäre. Ah, hier ist irgendeine Info. Ah, doch. Ja, ja, hier war das verbuggte Pferd. Klar. Na, logisch. Okay. Gehen wir jetzt mal auf der Seite wieder raus. Da sind wir ja wieder draußen. Seht ihr. Und von hier aus werden wir uns jetzt Richtung des nächsten Aussichtspunktes bewegen. Der ist nämlich da hinten. Ich glaube, ich markiere den mal ganz kurz. So. So. Genau, der da hinten. Und jetzt muss ich da irgendwie auf eine Straße kommen oder sowas. Ah, irgendeine Straße wäre toll. Irgendeine Straße. Hallo. Ich würde das ganz gerne auf dem Weg, falls was. Ah, warte mal, ich wollte eh schon länger mal schauen. Kann ich denn irgendwas upgraden? Ja, kann ich. Wieder mal den Fernkampfschaden. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Ey, Pferd. So. Und ich würde ganz gerne hier, wenn jetzt irgendwelche Leute kommen, die Sachen transportieren, die natürlich ganz gerne wieder abschlachten. Wäre auf jeden Fall ein Vorteil. Und ich wollte noch gucken, wie viel Geld ich eigentlich habe. Wo sieht man das überhaupt? Sieht man das hier irgendwo? Inventar? Vielleicht? Ah ja, 2600. Das ist ja so gut wie gar nichts. Das ist ja so gut wie gar nichts. Aber ich habe 17 von diesen Kieselglas-Dingern. Irgendwas war da doch. Was brauche ich die denn nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Und hat mir auch keiner von euch in die Comics geschrieben, ihr faulen Schweine. Ich weiß es echt nicht. Ich habe keinen Plan. Ja, ich muss nämlich irgendwie meine Waffen unbedingt mal wieder upgraden. Da schaut es gerade etwas low aus. Muss ich zugeben. Ah, das ist noch eine Nebenmission. Nein, stopp. Oh, die singt. Lieber singen als dein arabisches oder was Gott der Teufel Gelaber. Ja, dich kenne ich doch. Du bist doch. Warum weinst du? Dein Fluch ist gebannt. Du hast auch ein Kind verloren. Also solltest du verstehen, dass die Furcht einer Mutter niemals endet. Oder der Zorn eines Vaters. Ich wollte gerade sagen, ich bin eine Mutter. Zorn sind berechtigt in einem zerbrechlichen Leben. Bitte, überlass mich meinen Tränen. Wenn du mir folgen würdest, lassen wir ihr etwas Freiraum. Kann ich etwas tun, um ihr zu helfen? Sie fand ein Ritual des Schutzes in einer uralten Schriftrolle. Es fehlen nur wenige Zutaten, um es... Ich finde sie. Weißt du gar nicht, welche? Oh, manchmal ist bei... Jetzt. Eine rastlose Seele ist eine Kranke. Meine Herrin braucht Teile frisch getöteter heiliger Vögel. Und würdest du auch einen blau glasierten Fruchtbarkeitstalisman holen? Es gibt ein Geschäft südlich des Tempelbeckens, wo man so etwas finden kann. Ich treffe dich danach auf der Straße zu den Pyramiden. Ich wünsche dir Erfolg. Danke. Dann lass uns doch mal schon schauen, was die alles braucht. Haben wir denn alles von der?
Nee, ich muss zu dem Geschäft. Wo ist das Geschäft? Ich sehe es nicht. Zuerst den Ritualgegenstand. Okay, hier vorne. Gut, da gehe ich doch jetzt einfach mal hin. Oder? Komm, wir machen jetzt die Nebenquest. Es ist ein bisschen lahm, einfach nur vorzuspazieren zu unserem Aussichtsturm. Und daher dachte ich mir, ziehen wir uns einfach noch mal kurz in die Mission rein, weil die kennen wir ja auch, die gute Frau. Die war ja bei dem Seher. Der wäre ja geheilt, nenne ich es mal. Also ob wir sie geheilt haben, würde ich jetzt eher nicht unbedingt behaupten, aber wir waren auf jeden Fall dabei bei der Heilung. Oh, hier, in den Tiefen. Ein verlassenes Grab. Die Magd meinte, es gäbe dort einen Laden. Ein Laden? Komischer Ort dafür. Ja, würde ich auch gerade sagen, ne? Schon ein bisschen komisch für einen Laden. Das ist bestimmt so eine Hokuspokus-Scheiß hier, oder? Hokuspokus Fidibus! Ich mach dich schwangerlos! Ah, na, herein in meinen Laden! Alter, echt? Ein Magi. Ich kann ja ein bisschen abgeiern, oder? Hier. Überraschen. Ja, ich mach den Laden dicht, wenn ich Drogen finde, Fräulein. Auf der Suche nach magischen Runen? Nee. Deinesgleichen sah ich schon eine Weile nicht, Magi. Wir sind sehr selten. Wie Händler, die ihr Geschäft in einem Grab aufschlagen. Meine Kunden mögen es ruhig. Große Auswahl scheinen sie nicht zu mögen. Meine Kunden wissen, dass ich ihnen alles besorgen kann. Ich hoffe, das gilt auch für mich. Ich sehe mich mal um, ja? Hast du einen Blowjob? Aber lass dich dabei nicht stören. Ey, du kannst mir alles besorgen, hast du gesagt. Also Blowjob her. Verzeihung, aber die Geschäfte rufen. Ich bin bald wieder zurück. So, ein Talisman brauche ich. Hier gibt es nichts von Wert. Warum verkauft die Händlerin hier solch billige Ware? Ja, also die... sie verbirgt etwas. Ja, natürlich. Die hat die geilen Sachen woanders versteckt. Der geile Shit ist irgendwo anders. Ein Inventar. Der blau glasierte Talisman ist hier aufgeführt. Ja, aber wo ist er? Ich sollte mich weiter umsehen. Hier zum Beispiel. Irgendwo, irgendwo geht's hier durch oder rum ums Eck oder so. Ah, okay. Okay. Muss schieben. Schieben muss ich. Als würde das die Frau hinbekommen, oder? Ah, da ist der blau glasierte Talisman. Die Händlerin wollte nicht, dass ich diesen Teil des Ladens sehe. Das hier, ein Fruchtbarkeitstalisman. Timehotep wird sich freuen. Na also, jetzt haben wir doch das, was du wolltest, oder? Reiherfedern brauchen wir noch. Flamingozungen haben wir, safe. Du hast dich lang genug umgesehen, Magi. Du verängstigst die Kunden. Was bist du? Hier schlag ich sie tot. Ja, da komm halt her. Oh. So. Drei Shots, alle down. So läuft das. Eigentlich vier, ne? Weil einen habe ich daneben gesammelt. Ah, das ist okay. Das ist okay. So, wir brauchen Reiherköpfe. Reiherfedern. Also brauchen wir einfach nur Reiher. Aber die kann man, glaube ich, überall hier abschlachten. Wenn ich mich nicht täusche. Die sollten hier überall rumrasen. So, in Richtung Wasser muss ich irgendwie. Wo ist denn hier Wasser? Eigentlich überall, gell? Eigentlich überall. Nur genau nicht da, wo ich will. Da unten. Aber ich glaube nicht, dass da Vögel sind. Da fliegt was. Bist du ein Vogel? Es ist sogar ein Reiher. Tatsächlich, ja, hier sind sie. So. Wo ist der hin? Reiher? Ja. Sehr gut, einer ist down, aber das war zwar nicht ich, aber immerhin ist er down, das ist das Wichtigste. So. Und eine noch. Eine brauchen wir noch. So. Ich würde sagen, da fahren wir dahinter. Zu den Viechern. So. Haben wir schon. Sehr gut. Ich nehme mir ein paar Federn für Timehoteps Ritual. Ah, aber jetzt bin ich schon fast. Das waren alle. Dann kann ich mich jetzt mit Timehotep treffen. Ja, kannst du, aber jetzt sind wir schon echt direkt am Aussichtspunkt. Da wollen wir jetzt natürlich hin. Ist klar. Wer, was war das bitte schon wieder von dir? Boah, du bist so ein Lappen manchmal, Bayek. Aber es ist typisch. Assassin's Creed und ich, wir werden höchstwahrscheinlich niemals Freunde werden. Wir werden niemals Freunde werden, ehrlich. Ich habe immer Stress mit Assassin's Creed. Ich weiß nicht wieso, aber es ist einfach so. Ja? Es ist hart. Es ist hart, aber wahr. Leider Gottes.
Leider ist es hart, aber wahr. So, jetzt muss ich dann gleich mal schauen, was brauche ich denn eigentlich noch für meine anderen Upgrades. Weil ich habe natürlich Kupfer jetzt en masse, seit ich meine ganzen Waffen zerlegt habe. Dafür habe ich dementsprechend wenig Geld. Aber irgendwas muss es ja dann noch geben. So. Tun wir mal Synchronisierer. Naja, da ist auch einiges im Wasser wieder. Riesenshit, ey. Man kann wieder richtig viel machen Richtung Wasser. Oh, da ist eine riesen Fregatte oder was es auch immer ist, was da kaputt auf dem Land liegt. Ziemlich cool. Okay, Mission ist... Wo war die jetzt? 700 Meter in die Richtung. Kann ich mich da irgendwie porten näher hin? Wo ist sie denn? Ach, da? Alter, was machst du denn da? Egal. Wir fahren jetzt erstmal hier... Fahren. Ja. Wir fahren jetzt erstmal zu dem Punkt und dann... fliegen wir weiter. Keine Ahnung. Habe ich für diese Folge schon einen Hashtag? Ich glaube es nicht. Dann würde ich sagen, Hashtag Reierzunge. Ne? Ist doch eigentlich gar nicht schlecht. Hat ein bisschen was mit der Quest zu tun, mit dem Spiel und ist ein Hashtag. So. Zumindest wird's eins. Okay, dann Jumping Down, Kollege. Jetzt bin ich wieder hier drin. Das ist ätzend. 300 Meter, gehen wir da lang. Kann ich hier schon mein Pferdchen holen? Nö. Also schon, aber es macht alles kaputt, mein Pferd. Ziemlich dummes Pferd. Was soll das denn werden? Was? Ich hab gepfiffen. Bist ein geiler Typ. Oh ja. Kann ich hier pfeifen? Nee. Das ist eine Scheiße. Hier bin ich in einem schwulen Tempel drin. Oh, da ist ein Loch. Ein Tempelloch. Ja, kann man vielleicht auch nochmal rein. Ja, hier sind auch noch Missionsziele vor Ort. Aber nö. Nö. Einfach nö. So, Pferd. Yo, Pferdchen. Komm jetzt bitte. Komm schon, mach halt das, was du sonst auch immer gemacht hast. Oh Mann, das Pferd ist auch zu nichts zu gebrauchen. Ehrlich. Oh, Flamingo und Reiher. Die gleich beide runterballern sollen. So, ich muss jetzt unbedingt mal noch so einen Jägerbogen ausrüsten. Weil der schießt halt sau schnell. Ach, da ist noch mein totes Krokodil im Wasser gewesen gerade. Habt ihr das gesehen? Wahnsinn. So, hier ist die Party gewesen, glaube ich. Hier feiern sie den Stier. Und hier ist die gute Frau hier. Ups, sorry. Du warst nicht schwanger, oder? Dich muss ich, kann ich schon anbumsen, ein bisschen. Ich habe, was du brauchst, Heimhotep. Der Seher hatte recht, als er dich Erlöser nannte. Mein Ritual muss im Schatten des Mondes stattfinden, am Fuße der Djosa-Pyramide. Wirst du mich und meine Magd so lange beschützen? Auch auf der Straße lauern womöglich Gefahren. Gerne. Dann reiten wir zur Pyramide und warten auf die Nacht in all ihrer Pracht. Also es hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, oder? Kommst du vielleicht mit aufs Pferd oder nimmst du dein Kamel? Du nimmst dein Kamel. Die Gegend ist gefährlich. Warum nicht mehr wachen? Niemand darf von dem Ritual wissen. Warum? Reisen wir deshalb abseits der Hauptstraße? Ja, es ist riskanter, aber diskreter. Dass er keinen Sohn hat, verringert das Ansehen meines Gatten. Wenn die Leute von den Kindern wüssten, die ich verlor, würden sie sicher daran zweifeln, dass die Götter ihm Gehör schenken. Schon jetzt gibt es böse Gerüchte. Meine Mühen bringen Schande über ihn und über mich. Nebet, es ist nicht deine Schuld. Still, Mara. Ich weiß, du meinst es gut, aber die Rollen sind eindeutig. Die Frau bestimmt das Geschlecht des Kindes. Ich glaube das nicht, Nebet. Ach, Mara, das haben wir doch schon besprochen. Lass uns jetzt lieber... Für den Fall, dass es... Sorry. Ja, wo ist die hin? Ja, was machst du da drüben? Sorry, ich hab dich irgendwie gerade verloren. Gute Idee. Was ist eine gute Idee? Warum reitest du auf dem Kamel? Kauf dir ein Pferd. Oh, das ist die Pyramide. Oh, wo? Verdammt, Firm, da bist du ja. Ach da, hey. Oh, shit, oh. Okay, der ist down. Na komm. Der ist auch platt. So. Boah, was für ein Schoss. 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 So, Wasser. Ey, jetzt nimm halt das Ding auf. Boah, gerade jeden Scheiß-Cent brauche ich gerade. Jede Drachme. Ja, da ist noch einer. Hast du was gepennt oder was? Na, wo ist er? Ach, down? Oh, ups, sorry, Bro.
Scheiße. Lass ich dich leiden. Ah, nee, okay. Okay, gut. Wunderbar, jetzt steige ich mal ab, weil ich habe hier noch ein bisschen was hier sehen. Kann man ein bisschen was geiern. Ja, ein bisschen Holz brauchen wir nicht mehr. Aber gut. Okay, alles klar. So, ich würde sagen, ich mache die Quest aber auf jeden Fall noch fertig. Ich will euch ja schließlich hier noch ein bisschen beschäftigen. Pferdchen! Na, endlich! Warum machst du das nicht immer? So, sag jetzt bitte nicht, dass noch mehr kommen. Bin ich eh schon auf dem Piss hier. Oh, das ist ein großes Fragezeichen hier. Da wären wir. Mein Schwert steht zwischen deinem Ritual und allen, die es bedrohen. Ptah möge dich segnen. Kein Ding. Du bist schwanger, aber du kannst nicht nochmal schwanger werden. Wie wär's? Wumms, ein kleiner? Ja? Eine kleine Nummer hier zwischendurch? Meine Frau ist nicht da. Ja? Wie schaut's aus? Pregnant Porn? Oh, hier. Ist ja schon alles aufbereitet hier. Ist ja alles schon erledigt. Ja? Blöde Nuss. Ehrlich. So, müssen wir jetzt hier warten? Und was ist dein goldenes Fragezeichen? Fragen über Fragen, meine Lieben. Fragen über Fragen. Wenn es wichtig ist, nehme ich es auf. Wenn nicht, dann nicht. Na? Schnuckel. Was machst du jetzt, hä? Nase bauen und Eier schaukeln? Was machst du jetzt, Schnucki, hä? Schöne Möpse. Aber du wirst nicht schwanger, dich nehme ich nicht. Oh, jetzt. Oh, oh. Es ist soweit. Jeden Morgen in meiner Kindheit sprachen mein Vater und ich das Gebet der Magi. Ein Versprechen an die Notleidenden. Ich bin ein Magi. Ich bin eine Feder in des Adlers Schwinge. Ein lebender Dolch. Ich stoße vom Himmel ins Herz des Chaos. Ich bin die unbekannte Wahrheit. Die leere Schwertscheide. Der Sohn des Nils. Und der Verteidiger des Volkes. Du kannst mich nicht töten. Denn ich wandle unter den Toten. Tritt hervor am Tag. Und ich geleite dich heim. Mein Sohn hätte dieses Gebet gelernt von mir. Wenn sie noch geben würde. Quest abgeschlossen. 3000 Erfahrungspunkte. Nützt schon einiges, wenn man Nebenquests macht. Aber naja, ich werde sie auf jeden Fall offscreen machen. Zum größten Teil zumindest die Lone. Also vielen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.